Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute fahren wir mal wieder zu Frieda, denn ich werde sie heute mal wieder reiten. Ich bin sie jetzt tatsächlich schon eine Weile nicht mehr geritten. Meine Trainerin ist auch schon um einiges weiter mit ihr gekommen. Ich habe sie auch schon etwas länger nicht mehr gezeigt. Danach bin ich sie auf jeden Fall schon wieder geritten. Können wir auf Instagram auch sehen. Aber ja, hier auf YouTube gab es schon länger nichts mehr zu ihr. Mich haben schon einige gefragt, ja, was mit ihr ist. Mit ihr ist alles gut. Also ja, sie macht sich wirklich sehr, sehr gut. Und ich werde euch jetzt gleich erstmal zeigen, wie meine Trainerin sie auch momentan reitet, was Frieda mittlerweile schon so kann auch. Und dann werde ich sie ja selbst nochmal reiten. Also ja, wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht mega eingespielt, weil sie ja auch noch nicht bei uns ist. Aber da fragen eh viele zu, wo Frieda halt immer ist. Sie ist ja im Beritt, noch momentan im Vollberitt. Also ich reite sie daher halt nicht so oft, aber sie gehört uns halt eben. Und wir werden sie halt dann zu uns holen, wenn sie soweit ist. Aber deswegen nicht wundern, wenn das jetzt noch nicht so mega perfekt irgendwas ist. Ich reite sie halt noch nicht so oft. Aber ich freue mich da sehr, sehr drauf schon. Und wir sind jetzt auch gleich schon da. Und dann, ja, begrüßen wir sie gleich mal. Let's drink up, you deaf look like big fun. Come on, let's get it on like that. Wir sind jetzt angekommen, Frieda. Ich habe eine Kleinigkeit auch extra mitgebracht. Wie langsam die den Driss? Vielleicht kann sie es doch nicht so gut wie gedacht. Scheiße. Läuft hier gerade nicht nach Plan. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Zu saftig. Ja, das reicht jetzt so. Lecker. So, Frieda wird jetzt gerade noch eben longiert und dann geht meine Trainerin gleich drauf. Und ich werde mich jetzt mal eben schon mal umziehen in meinen Reitsachen, dass ich dann auch gleich drauf kann. Und ja, dann können wir erst gleich noch bei meiner Trainerin kurz ein bisschen zuschauen, wie das da schon klappt. Okay, wir sind jetzt bereit. Nicht wundern, das ist ein alter Helm. Wir hatten nur gerade nur den zu Hause, weil wir ja direkt von zu Hause hier hingefahren sind und ich hier ja nicht meine Sachen habe sonst. Aber die Stiefel sind jetzt auch an. Den Helm ignorieren wir jetzt einfach. Und ja, dann wollen wir jetzt gleich mal loslegen. Kings of the world, and anywhere it's homebound,
Ja, Leute, eindeutig ist etwas Zeit vergangen und ich sitze jetzt gerade auf Valley und reite jetzt noch eben. Wollte ich noch kurz ein Fazit geben. Und ja, wir nutzen jetzt hier noch gerade diesen schönen Sonnenuntergang. Es ist wunderschön gerade. Das muss ich einfach mal ganz kurz mal eben zeigen. Also ein richtig schöner Sonnenuntergang gerade. Und ja, es ist noch hell, das reiten wir hier noch. Und ja, auch der Ritt mit Frieda war eben echt richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und sie ja, macht sich wirklich toll. Ihr habt ja sogar gesehen, dass meine Trainerin jetzt schon fliegende Wechsel mit ihr gemacht hat. Also noch ganz am Anfang natürlich, und das machen die jetzt ganz in Ruhe, ganz spielerisch, aber sie bietet sich da halt wirklich toll an und ja, hat sie auch wirklich schon gemacht. Natürlich auch längst nicht perfekt oder irgendwas, aber ja, ich finde es auf jeden Fall echt cool, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Ja, auch die Seitengänge, die ich auch mit ihr schon machen konnte, richtig, richtig cool. Und ich bin sehr, sehr stolz auf jeden Fall auf sie und bin gespannt, was dann jetzt die Zukunft noch bringt. Ich werde euch bald auf jeden Fall auch nochmal genauer sagen, wann wir sie holen, wie das jetzt alles aussieht. Auf jeden Fall, mit ihr ist wie gesagt alles gut. Sie wird zu uns kommen, sie gehört uns. Also weil sich manche sich das gefragt haben, auch jetzt wegen dem Video mit Kalle, der gehört mir ja nicht. Aber Frieda ist immer noch mein Pferd und da wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Genau. Ja, es war auf jeden Fall, wie gesagt, richtig, richtig schön. Das nächste Mal, wenn wieder was Großes, Neues zu Frieda gibt, dann werde ich euch hier auf jeden Fall auch wieder ein Video zu drehen. Sonst werdet ihr auch ganz vieles zu Frieda immer auf Instagram sehen. Auch, ja, wenn ich einfach so mal wieder da bin, wenn ich sie reite, da verpasst ihr auf jeden Fall auch nichts. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke, ja, wie gesagt, Frieda werdet ihr jetzt nicht so viel wieder erstmal hier sehen, weil sie ja eben nicht bei mir steht, ich dadurch nicht so oft da bin und dann kann ich halt eben nicht so oft filmen, weil sie halt bei meiner Trainerin steht. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie mir nicht gehört oder so, sondern sie wird da einfach ausgebildet und wie man ja sieht, klappt das ja auch wirklich richtig toll. Und dann würde ich sagen, was das für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. I just wanna have a good time.